Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tron 2.0. Wir befinden uns im zweiten Abschnitt des Fawn-Servers und wir haben noch erstmal was Wichtiges zu erledigen. Und zwar Upgrades. Die Energie wäre mal wichtig. Und wir wollten ja die Transferrate hochjagen. Ich weiß. Aber die Energie ist halt doch ein bisschen wichtig. Ein bisschen. Wir haben ja... Nicht meckern. So, ich hab's entschieden, ich spiel's nicht ihr. So, dann erhol dich gut. Runter geht's. Wir erinnern uns, der Server wurde gestürmt. Die Quelle der Korruption sollte eliminiert werden, was vorn ist. Und das hat wohl nicht ganz so geklappt. Zumindest mal momentan noch nicht. Und wir sollten unbedingt vorn erreichen, bevor die Netzwerk-ICPs hier alles hier machen. Was die sehr gerne machen. Aber diesmal, sie kämpfen so halb auf unserer Seite, sagen wir es mal so. Es ist leider ein bisschen ungeschickt. Werden da noch geschossen? Ey! Nein, das zählt nicht. Oh! Wo kommt der Nachschub? Gut. Mal speichern. Hat irgendjemand von euch was Lustiges und Interessantes fallen gelassen? Nö. Oh, das ist ja nochmal einer. Servus. Der Spamfilter. irgendwas schießt. Servus, Lee. Das war wieder nix. Wieder eine Halluzination. Ja, nur eine Halluzination. Ich bin hier nicht echt. Ach, ich muss schon sagen, das Design hat schon was von dem Level. Ich habe da so ein Problemchen. Die Prime-Ladung, die sollte nicht infiziert sein. So wie eigentlich alles nicht infiziert sein sollte. Hi! Da scheint wohl noch einer zu sein. Da bin ich jetzt. Irgendwas schießt da. Ah, da. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Hi. Heidezei. Oh nein! Ich habe die Prime-Ladung vergessen. Jetzt heißt es für mich, damit es nicht noch schlimmer wird, Sachen rausnehmen. Ungut. Au. Aber ich habe ja zwischendrin gespeichert. Oh nein! Unser Kumpel-ICP ist jetzt hier. Nicht unser Kumpel-ICP. Oh, ich habe nur noch... Warte, das probieren wir. Ich will meinen Kumpel-ICP nicht verlieren. Nein! Da lag noch einer in dem Fall. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist nicht mein Kumpel-ICP. Der ist mein Kumpel-ICP. Das Spam-Filter. Komme ich da hoch? Nein. Komme ich nicht. Doch, komme ich. Yay! Speichern. Hup. Also die Subroutine macht schon ein bisschen Laune. Ah, da sterbe ich doch 100 pro. Ne, nicht gestorben. Servus, Lee. Also ich sehe da noch eine. Ich sehe da noch eine. Und ich habe bisher nur eine. Doch, ich habe nur eine. Sag nicht immer nein. Ich habe da so ein ungutes Gefühl, wenn ich hier zwischen den Dingern rumglitsch. Ich glaube, ich sollte nämlich hier nicht sein. Hui! Nee, sollte ich nicht. Da brauche ich also eigentlich gar nicht rüber. Genau. Nein. Die brauche ich beide. Das ist ungewohnt. Und die E-Mail bitte. E-Mail für mich. Ja, die ist ein bisschen hie. Und ein bisschen. So, ich habe ordentlich Schaden genommen. Und hier müsste einer stehen. Den haben wir vorhin schon gesehen, aber zu dem kommen wir ja gar nicht rüber. Gut, Optimierung. Öfter speichern. Speichern. Servus, Lee. Geht doch. So, jetzt sehe ich hier... Oh, da komme ich gar nicht drauf. Ein Code-Optimierungsprogramm. So, jetzt ist wirklich die Frage. Erst setzen...
erst setzen, dann da einen Haken. Sehr gut. Die Frage ist, was kloppen wir da jetzt rein? Momentan brauchen wir den Diskblocker nicht, aber ich würde den sehr, sehr gerne mal upgraden. Den nehmen wir. Und als nächstes, glaube ich, die Submask, weil die gut schützt. Das ist so der zweitstärkste Schutz, wenn ich es richtig gesehen habe. Der ist bei 10 und der... gut, der ist ja schon auf Gold. Und der ist nur bei 12 auf Gold. 15, 12. Also, Kopfschutz. Speichern. Rüberspringen. Update-Notiz. Yay. Irgendwas schießt. Viel zu spät bemerken, was schießt. Hallo? Nein. Wo? Ah, Nachschub. Du schießt, oder? Ich vermute mal, dass du geschossen hast. Ich wüsste sonst nicht wer. Und da ich hier Leben brauche, hole ich mir alles wieder zurück. Da komme ich nie im Leben hoch, ne? Wer? Wo? Was? Wie rum? Warum? Ah, hallo. Das sollte eigentlich ein ziemlicher Headshot sein. Ich habe meinen Schuss nicht verändert. Da unten gibt es noch Zeug. Will ich da hin? Komme ich da hin? Da komme ich momentan nicht hin, wenn ich hier oben rumlaufe. Aber ich will die Update-Notiz. Tut mir leid. Da hinten ist noch eine. Bin gestolpert. Ist schon ziemlich rutschig hier. Das war ein Headshot. Geht rauf. Geht doch. Und da hinten ist noch eine Update-Notiz. Und ein komisches Riesenlaut-Ding. Und das ist übrigens dann... Das ist sehr ungeschickt, wenn ich mich so wenig bewegen kann. Und so wenig Leben habe. Und Dinge... Egal, speichern. Ich muss da jetzt nur irgendwie runterkommen, ohne drauf zu gehen. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Das war ein interessanter Fall. Das wurde ja also alles gerade als Fall gezählt. Da komme ich dann nicht runter, oder? Doch, ich komme da runter. Hallo. Ich habe zwar den hinteren angeschossen, aber gut. Das hätte ich gerne. Boah, ich erkenne das nicht. Wo? Da. Da ist einer. Da ist ein Fragment. Und da war doch gerade auch ein... Fragment. Da ist es. Jetzt, bis ich da hingelaufen bin, bringt es mir fast nichts mehr. Yay! Alle Update-Notizen. Perfekt. So, dann können wir uns noch diese E-Mail angucken, die wahrscheinlich kein bisschen kaputt ist. Dann können wir uns die Frage ist, ob wir da wirklich ganz zurücklaufen wollen. Oh, hier gibt es auch noch eine Möglichkeit, hier hochzukommen. Da war ja eigentlich nicht wirklich was, ne? Na, der Container gibt's halt noch. Bricht dir nicht das Bein. Geht doch. Virenschild Gold. Das hat sich schon gelohnt. E-Mail-Genehmigung. Das hat sich alles gelohnt. Oh, gut, dass wir den noch geholt haben. Und noch hinten gibt's Leben. Das holen wir uns natürlich auch. Perfekt. Das heißt, die ist jetzt auf Gold. Stimmt, da war ja eh noch was. Den setzen und direkt in den Hirnscanner. Den Block setzen wir mal rein. Ich erkenne nichts. Ich erkenne gar nichts. Überhaupt nicht, aber das ist nicht so wichtig. Ich bin ja nur der das Spiel spielen muss. Wow, viel Leistung. Also, dann geht's Richtung Fortschritt. Nehmen wir aber... Nee, nicht den Weg nach oben. Ach, da gehen wir jetzt eh hin. Ich habe da nur einen Container entdeckt. Ja, hier ist so ruhig, gar keine Gegner. Woran liegt das nur? So, da haben wir ja alles geholt. Da gibt es auch nichts mehr. Also gehen wir einen sehr interessanten Weg, nämlich hier runter. Müsst ihr dann nicht irgendwas laden? Ich muss echt den Weg nehmen, den ich da gerade gesehen habe, ne? Oh nee! Wenn du so einen Scheiß machst, bitte speichern. Lüfter getroffen.
Speichern. Hier runter. Gestolpert. Da geht's doch nicht den Hier gibt's doch keinen normalen Weg dahin, oder? Also wenn ich da hinten runterlaufe, dann zählt es nicht. Ich muss hier rum. Okay, gut, bin ruhig. Entschuldigung. Zeit, der Herrschaft der Korruption ein Ende zu setzen. Colonel, warten Sie! Was ist das? Dad, lass mich das besser machen. Genau. Nicht schwätzen. Lass mich schießen. Ja, ich habe ein paar mehr Lebenspunkte als die meisten. Aber das war's dann auch schon. Oh, gib mir mein Diskus wieder. Ich bin fast tot. Rennen. Es war gut, dass ich mich heilen konnte. Speichern. Gut, dass ich durch vorn durchschießen kann. Ja, ich sammle hier, glaube ich, gerade Treffer. Kann es sein, dass ich vorne gerade Schaden mache? Der hat Korrosion abgekriegt. Sie sind ein hervorragender Gegner. Ich hätte sie besser löschen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Nur mit Diskus, Programm. Nur mit Diskus, kein Problem. Ist mir eh lieber. Hi. Fuck! Nein! Tut mir leid, Vaughn. Ich will dich doch gar nicht hauen. Nein, ich wollte speichern. Hi. Du kannst dich, glaube ich, nicht heilen, ne? Und draufhauen und draufhauen und draufhauen und draufhauen und draufhauen und draufhauen. Oh, Heilung. Ich bin so müde und ich schäme mich. Efkan bot mir einen Preis, den ich nicht ablehnen konnte, aber es war meine eigene Gier, die mich hierher geführt hat. Wie konnte ich wissen, dass es die Korrekturalgorithmen wirklich gab? Efkan hat Masria. Sie haben die Algorithmen. Jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Sie waren ein Teil des ursprünglichen Plans. Wo halten Sie Mithria gefangen? Auf Ihrem eigenen Server, aber der lässt sich nicht durchdringen. Eine massive Firewall schützt den einzigen Pfad, der hineinführt. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es ein drahtloses Einwahlverfahren, das die Firewall vollständig umgeht? Wie ist die Nummer? Konnte ich mir nie merken, hab sie auf meinem PDA gespeichert. Funktioniert das? Warum nicht? Vaughn, ist Ihr PDA zurzeit an das Netzwerk angeschlossen? Ja. Nicht aufgeben, wenn wir die Algorithmen kriegen, können wir den Schaden vielleicht invertieren. Der Colonel hatte recht. Ich bin schwach und armselig. Lass uns den Datenport suchen und von hier verschwinden. Ach je. Dad? Dad? Wie ist das Passwort? Mach schon. Ich hätte vorhin nach dem Passwort fragen müssen. Ich weiß nicht. Das ist nicht das Passwort. Bitte verschwinde. OS, ich brauche die Einwahlnummer für Efkons eigenständigen Server. Geh, ich muss mich um wichtigere Operationen kümmern. Was ist mit meinem Vater passiert? Wir haben den Port zusammen betreten. Ich kann immer nur ein Programm gleichzeitig unterstützen. Tja,
PDA. Für die Jüngeren unter euch oder die das einfach nicht kennen, ein PDA ist im Prinzip der Vorgänger eines Tablets und so ein bisschen auch der Vorgänger eines Smartphones. Nämlich solche Techniken gab es schon um einiges länger. Und die waren dementsprechend leistungsschwach, wie man vielleicht merkt. Wir wollen auch eine Kopfbedeckung, die passt da definitiv nicht rein. Was wollen wir denn sonst noch? Das brauchen wir definitiv nicht. Prime-Ladung. Und vielleicht noch den Profiler. Das System hat nicht viele Ansprüche an uns. Aber es ist, ich glaube, so ziemlich mein Hass-Level. So, jetzt sollten wir versuchen. Man erkennt schon, warum es mein Hass-Level ist. Ich liebe nämlich diese Gegner. Wir müssen versuchen, diesen PDA dazu zu bringen, uns das Passwort rauszugeben. Oh, nicht das Passwort rauszugeben, sondern. Ich bin überfordert, ich habe schon wieder einen Feinder gehört. Da ist er. Wir müssen es dazu bringen, uns ohne Passwort die Infos rauszurücken. Da gibt es Möglichkeiten. Hey, ich habe dich doch gerade zerlegt. Also klar, die spawnen nach, aber nicht sofort. Gib die Brücke her. Danke. Das schaffen wir nicht mehr. Beziehungsweise können wir eh nicht wirklich schaffen. Na, schauen wir mal hier rüber. Ich vergesse das. Also, der PDA, der ist einfach nur voll mit Feindern. Das ist wunderschön, dieses Level. In jeder Ecke steckt ein Feinder. Wie ich schon sagte. Das heißt für mich, ich sammle jetzt hier erstmal meine Update-Notizen, bereite das Level so weit vor, dass ich es abschließen kann, damit wir das auch relativ flott hinter uns kriegen. Und ich versuche auch noch ein bisschen ruhig zu sein, um nebenbei die Feinde zu bemerken, weil man hört die. Und die muss man auch hören. Genehmigung, die hätte ich gerne. Ach komm, die E-Mail nehmen wir mit. Ja, und vorher die Anspielung war ganz nett mit nur ein System, also ein Programm gleichzeitig wird unterstützt. Das ist eine Anspielung auf Single Core. Das ist wirklich so, dass du dann nur eine Operation nacheinander ausführen kannst. Du, Multithreading ist zum Teil gefaked. Was heißt zum Teil? Es ist fast immer gefaked. Ich höre was. Oh, da oben auch noch. Och, komm. Und hier unten sind ja auch die Ports, aber ich sehe die noch nicht rumfahren. Wahrscheinlich erst, wenn ich beide aktiviert habe. Alles voll mit Feindern. Und diese netten Dinger hier, die müssen wir nachher aktivieren. um das System zu überlasten. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Wo? Da. Au, schon gut aufs Maul gekriegt. Aber wir haben alle Update-Notizen, weil dieses Level ist nicht wirklich groß. So. Irgendwo. Wo? Da oben. Kriege dich gar nicht, ne? Ich krieg dich gar nicht, okay. Von mir aus. Ach so, das Ding ist oben. Ja, dann fahren wir dich runter und fahren mich hoch direkt zum Feinder. Wie gesagt, die spawnen nach, also das heißt, es bringt eh nichts, die alle zu eliminieren. Es bringt mir nur was, damit ich mal kurzzeitig meine Ruhe habe. Die Genehmigung, nicht die 2. Die 3, die auf der 1 liegt. Und die 3. Danke sehr. Mal zwischenspeichern. So, und dann versuchen wir mal unser Glück. Beziehungsweise eine Sache möchte ich noch aktivieren, bevor ich meinen ersten Versuch starte. Wie bei dem ersten Auftreffen der Feinde habe ich euch ja schon mal erklärt, dass die Explosionen nicht so geschickt sind. Da möchte man nicht unbedingt drin stehen. Plum. Gut. Wir gehen jetzt hier rüber und starten hier. Ich denke mal, das ist der effektivste Weg, weil das geht auf Zeit. Systemfunktion online, Komponentenenergieverbrauch erhöht. Ja. Das sollten wir versuchen, möglichst hoch zu halten, weil ein PDA ist ein Gerät, was das war ja gar nicht hier. Ist ein Gerät, was auf Akku läuft, das heißt, da sollte nicht so viel Last drauf sein. Das möchte man nicht unbedingt. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen gepennt. Wenn ich Pech habe, frisst es mir die nötige Zeit. Systemfunktion online, Komponentenenergieverbrauch erhöht.
So, jetzt bin ich natürlich auf diese lustigen Dinger hier angewiesen. Na komm, na komm, na komm. Fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller. Komm, ich muss da drüben den Knopf drücken und dann muss ich noch hoch. Es könnte eng werden. Systemfunktion online, Komponentenenergieverbrauch erhöht. Tu das nicht, ich brauche Energie für meine Operationen. Jetzt müsste es doch hier noch einen Knopf geben, ganz am Anfang. Schnell! Energiesystemversagen ja. Aufgrund zu niedriger Energiereserven. Okay, es reicht. Ich helfe dir. Geh zum Modemanschluss und ich aktiviere die Einwahlnummer. Aber sende mich nicht auf einen abgelegenen russischen Satelliten, klar? Verführerisch, aber nein, du sollst bloß vor meinem System verschwinden. Hier tut sich nichts. Was ist passiert? Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Wurde beim Transfer etwas durchgeschüttelt. Bist du drin? Ich bin drin. Wo bist du? Außerhalb der Firewall. Thorn hatte recht. An diesem Teil kommt keiner vorbei. Ich finde einen Weg. Es gibt keine Firewall, an der ich nicht vorbeikomme. Oh ja, fast hätte ich deine etwas anderen Fähigkeiten vergessen. Pass auf, Chad. Keine Bange, Dad. Das ist ein Kinderspiel. Rasterzugriff beendet. Ja, und wir machen hier das nächste Mal weiter, weil wir sind gerade auf einem neuen Server gelandet und das schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Von dem her, tschüss und bis dahin.